Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Chaos, und willkommen mal wieder bei einem kleinen StarCraft 2 Replaycast von mir. Ja, eigentlich wollte ich heute anfangen, Metal Gear Solid 3 in der HD-Version aufzunehmen, nur leider gab es da mal wieder Probleme und Probleme und Probleme, ihr kennt's ja. Moment, ich schalte erstmal was ein. So. So ein Name-Panel, das hätte die ganze Zeit schon einschalten können. Jetzt seht ihr auch immer gleich, wer wer ist. Ja, auf jeden Fall, ich wollte es ja mit meiner super Aufnahmestation aufnehmen, mit der ich jetzt auch Metal Gear Solid 2 aufgenommen hatte. Und hat mir extra eine PS3 gekauft, weil... Also eine neue PS3, weil ich die alte ja nicht aufnehmen konnte mit dem Teil. Auf jeden Fall nehmend nicht in Full HD. Und jetzt habe ich mich so gefreut, dass ich den dritten, meinen Lieblingsteil, endlich in Full HD aufnehmen kann. Ja, aber das lief nicht. Das PlayStation 3 Menü konnte ich in Full HD aufnehmen, kein Problem. Und wenn ich dann ins Game gegangen bin, habe ich ganz normal Perl gehabt als Auflösung. Ja, warum? Kann ich nicht wirklich sagen. Also auch andere Spiele, wie zum Beispiel Sonic, konnte ich, also Sonic Episode 2 konnte ich in Full HD aufnehmen, kein Problem. Aber bei diesem ging es halt irgendwie nicht. Deshalb halt ein paar Replay-Casts. Und hier bin ich gerade voll am Scouten. Ich kämpfe gegen den zweiten Terraner. Sehe hier, dass er hier eine sehr, sehr schnelle Expansion baut. Das heißt, das erste Geld im Spiel eigentlich gleich für eine Expansion rausgehauen. Versuche ich ein bisschen an dem SCV rumzustressen. Deshalb muss er ein paar SCVs abziehen. Das denied halt sein Mining so ein bisschen. Und ja, ich ziehe ab und dachte mir, scheiß drauf, so eine frühe Expansion, das heißt, seine ganzen Infanterie-Sachen, also seine ganze Armee, dauert sehr, sehr viel doll lange. Dauert viel, viel länger als bei mir, bis er eine Armee draußen hat, weil er hierfür erstmal 4 Mineralien rauskloppen musste. Und ja, das, deshalb konnte er noch keine Barracks haben. Jetzt kommt seine erste Barracks. Also schicke ich ein SCV raus und baue einfach Proxy-Barracks. Proxy heißt in dem Fall eben immer, dass die Gebäude da stehen, wo sie sonst nicht stehen, nämlich ziemlich weit außerhalb der Basis. Und ich dachte mir, ich mache jetzt einfach kompletten All-In. Ich mache ein paar Proxy-Barracks, pumpe da massenhaft Marines raus und versuche ihn damit relativ früh im Spiel zu überrennen, weil er eben durch seine schnelle Expansion sehr, sehr geschwächt ist in der Armee. Pump hier schon Marines, wobei jetzt gerade erstmal gar nicht, weil ich kein Geld habe. Doch, ich habe Geld. Pump doch mal, Chaos. Pump, pump, pump. So, jetzt geht's los. Hier kommen ein paar Marines raus. Hier eine zweite Barracks gleich hinterher, damit bin ich auf 3. Und ja, jetzt geht's los mit dem fröhlichen Marines rausblasen. Und dann können wir in die Army gucken. Army Supply bei mir 5, bei ihm 3. Ist noch nicht so wirklich stark im Vorteil bei mir momentan gerade. Wo waren das hier? Achso, das war einfach hier plus A, nicht Steuerung A. Army Value bei mir momentan 250, bei ihm 150. Das heißt, er 3 Marines, ich 5. Sieht eigentlich so aus, als hätte ich mich ein bisschen verkalkuliert bei der ganzen Geschichte. Also so einen großen Vorsprung habe ich auch nicht. Aber man darf nicht vergessen, dass ich hier direkt vor seiner Basis 2 Barracks zu stehen habe. Übrigens, ihr seht auch, dass ich das Spiel auf Englisch umgestellt habe. Das ist um einiges angenehmer für mich, da ich eben auch die Replays selbst in Englisch gucke. Und da eher die englischen Namen drauf habe als die deutschen. Und ja, im internationalen Wettbewerb muss man natürlich sich der Sprache anpassen. So, hier kommt er. Ist ein wenig überrascht, nehme ich an, durch die ganze Geschichte. Ich mache meinen ersten Push mit, gucken, mit 8 Marines. 2, 4, 6, 8, ja, eine Zeile sind immer 8. Und ja, leg voll los. Deny hier die Extension. Zerpflückt hier seine ganzen Worker. Ich weiß nicht, warum er die Worker auf mich schickt. Also in der Theorie weiß ich schon, weil Worker sind ein wunderbares Meat Shield.
Das heißt, dass die eine Menge Schaden einstecken. Und währenddessen können aus den hinteren Reihen quasi Marines auf mich schießen. Aber wenn keine Marines da sind, dann brauche ich die Worker auch nicht drauf schicken. So, und ich pumpe jetzt ständig weiter Marines immer hinterher. Hier steht einer von ihm am Watchtower, der fängt mich so ein bisschen ab, aber da kümmere ich mich gerade gar nicht drum. Hab quasi meine Wegpunkte, glaube ich, hier hin gerallied irgendwo. Mal gucken. Ja, hier ist mein Wegpunkt für neue Marines. Die stehen quasi dann direkt vor seiner Basis. Und ja, so baue ich ungeheuren Druck auf. Und da kommt das GG von ihm. Ja, hat er sich sehr verkalkuliert mit seiner schnellen Expansion. Hab auch gut gescoutet, muss ich sagen. Und da kommt eigentlich, ja genau, das GG von ihm. Ich gebe ein GG zurück, von wegen, ja, schönes Spiel. Aber irgendwie will er dann doch nicht aufgeben. Das hasse ich immer. GG heißt einfach eigentlich Good Game und dann geht derjenige eigentlich raus und das war's. Ich weiß nicht, ob die darauf spekulieren, dass man dann selbst auf Aufgeben drückt, weil man dachte, oh, das kann mal, das GG von ihm, das Spiel ist vorbei. Aber naja, ich zerleg ihm seine ganzen Sachen. Er floatet hier seine Command Center weg. Aber das Spiel ist eigentlich komplett gelaufen. Ich habe einen riesen Army Value hier von 20. Er hat gerade gar keine. Und das war's auch von ihm. Dr. Dude ist raus. Das Spiel ist gelaufen. Ja, das mal als kurzes Replay. Es folgen heute noch ein paar. Wie gesagt, kann er aber nichts anderes aufnehmen. Und ja, dementsprechend, ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es ein bisschen kürzer war als sonst. Und ja, euer Chaos sagt Tschüsseli!